Und das Leben ist flüchtig und vergänglich. Und wenn ich das aber mit der Fotografie festhalte, dann hat es noch mein Leben für eine kurze Zeit. Also ich habe in verschiedenen Etappen woanders gelebt. Ich habe eine Zeit lang in Prag gelebt und eine Zeit lang in Tübingen. Und jeder Ort hat halt seine Dinge, wo ich sehe, das muss ich aufnehmen, das ist mir wert oder ich muss da was draus machen, ich will das kommunizieren, weil mir das so wichtig ist. Also ich muss sagen, ich fotografiere im Alltag sehr wenig, fast schon zu wenig. Ich sollte mal wieder öfters im Alltag fotografieren. Und benutze eigentlich das Medium wirklich ausschließlich für das, was ich kommunizieren möchte. Also es sind ja zum Teil wirklich zusammenhängende Serien, fast keine Einzelbilder. Ich habe mein Konzept und möchte das eben mit den Mitteln der Fotografie wiedergeben oder besprechen. Von der Ethnologie herauskommend ist der Blick auf die Menschen oder auf das, was Menschen bewegt, sehr intensiv. Also ich habe dann auch visuelle Anthropologie auch studiert im Magisterfach. Und da gibt es schon Überschneidungspunkte zur Kunst. Dennoch ist zur tiefe Perspektive, was Menschen bewegt, wie sie zusammenleben, welche Kultur sie hervorgehen. Also das ist schon aus der Ethnologie kommend und deshalb auch diese Langzeitprojekte, die ich immer wieder gemacht habe. Viele Bilder sind tatsächlich offen. Aber andere sind schon sehr pointiert, also wirklich sehr pointiert. Und die habe ich auch oft gar nicht betitelt, weil die schon so pointiert sind, dass kein Titel mehr notwendig ist. Also auf der einen Seite spiele ich schon mit dem Grundgedanken, dass der Betrachter sich schon auch bemühen kann, darin was zu lesen oder zu interpretieren oder vielleicht selber eigene Fantasien anzuregen und eigene Geschichte irgendwie zu eruieren, also gerade mit dem, was ich spiele, wie die Fotografie mit der Malerei irgendwie verknüpft werden kann. Aber auf der anderen Seite sind mir so viele Themen so wichtig, dass ich das ganz pointiert gerne ausdrücken möchte. Ich habe mich tatsächlich ganz bewusst entschieden, kein Instagram, also ich habe angefangen, aber aus ganz verschiedenen Gründen. Zum Ersten finde ich gar nicht, dass die Social Media so sozial sind, ganz im Gegenteil. Was ich sehe, ist, viele Künstler nehmen die Plattform her, damit man gesehen wird. Also dieses Gesehenwerden ist ja fundamental für die Kunst und für Bilder schlechthin, weil es ja nur im Dialog irgendwie Kunst wird. Also das Gesehenwerden, der Betrachter sieht das Bild und so kann eine Kommunikation stattfinden. Aber die Mannighaftigkeit von Bildern, die da tagtäglich hochgeladen werden, da kann gar keine intensive Kommunikation stattfinden, weil das viel zu schnell alles geht. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, viele Sachen analog zu fotografieren, weil die analoge Aufnahmen sehr viel langsamer an das Objekt herangehen, wie die schnelle Clips, also in Anführungszeichen Knipserei. Und das ist das eine. Das andere ist, ich sehe die Social Media sehr kritisch, auch in Bezug auf die Kommerzialisierung, also den kommerziellen Aspekt von Facebook und Co. Und möchte deshalb auch konsequent diese Medien nicht nutzen für die Verbreitung von meinen Bildern. Ja. Ich habe schon ganz früh angefangen zu fotografieren, um einfach Alltagsszenen aufzunehmen in meiner Jugendzeit mit der Polaroid-Kamera. Das war meine erste Kamera. Und dieses Medium hat mich damals so fasziniert, dass ich diese ganz banalen Dinge, die mich so umgeben haben im Alltag, festhalten konnte und es später dann wieder in Memoria aufleben lassen haben können. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit, was mich an der Fotografie nämlich interessiert, ist dieses Festhalten von einer Szene und dann wieder aufleben zu lassen. Und in Bezug jetzt auf meine Fotoserie, ich versuchte halt das Vergängliche, also die Vergänglichkeit des Lebens insgesamt, also der Tod, wo wir ja alle entgegensehen in irgendeiner Form, irgendwann, der ist ja sicher. Und das Leben ist flüchtig und vergänglich. Und wenn ich das aber mit der Fotografie festhalte, dann hat es noch mein Leben für eine kurze Zeit. Ja, und hat in Memoria, also da ist noch mal was da. Also konnte ich noch mal denen was zurückgeben, was schon vergangen ist.